Liebe Freunde, das Herz Jesu ist das Symbol seiner Liebe zu uns. Es ist das Herz, das für uns am Kreuz durchbohrt wurde, das uns die Sakramente schenkt und uns in der Eucharistie begegnet. Das Herz Jesu ist auch das Herz, das uns ruft, ihm zu folgen und uns tröstet und stärkt, uns heilt und erneuert. Sein Herz füllt uns mit Liebe und Leidenschaft, wir sind eingeladen, ihm unser Leben anzuvertrauen, ihm unsere Sorgen und Nöte zu bringen, ihm unsere Freuden und Dankbarkeit zu zeigen. Unser Herz soll sich mit dem Herzen Jesu verbinden. Er lädt uns ein, ihm unser Leben zu übergeben, ihm unsere Probleme und Ängste zu erzählen, ihm unsere Freude und unseren Dank auszudrücken. Wir sind eingeladen, sein Herz zu lieben und zu ehren, sein Herz zu loben und zu preisen, sein Herz zu imitieren und zu verwirklichen. Wie können wir diese Einladung annehmen? Wie können wir unser Herz mit dem Herzen Jesu verbinden? Es gibt viele Wege, aber einer davon ist die Andacht zum Heiligsten Herzen Jesu. Diese Andacht ist eine Form der Verehrung und der Hingabe an das Herz Jesu. Sie besteht aus Gebeten, Meditationen, Anrufungen und Versprechen. Sie hilft uns, die Liebe des Herzens Jesu zu erkennen, zu erwidern und zu teilen. Die Andacht zum Heiligsten Herzen Jesu ist eine Quelle der Gnade und des Segens für uns und für die ganze Welt. Sie fördert unsere Beziehung zu Jesus und vertieft unser Verständnis seines Evangeliums. Sie ermutigt uns, unser Leben nach seinem Willen auszurichten und seine Botschaft in Wort und Tat weiterzugeben. Sie stärkt unseren Glauben, unsere Hoffnung und unsere Liebe, lassen wir uns also vom Herzen Jesu ansprechen und anrühren. Das Herz Jesu spricht zu uns und berührt uns tief. Sein Herz ist unser Vorbild und unser Wegweiser. Lassen wir uns von seinem Herzen formen und führen. Erfüllen und entflammen. Sein Herz verwandelt uns und macht uns zu seinen Zeugen.